Sind die Staatskassen leer? Funktioniert dein Krieg nicht? Haben die Waffen versagt? Funktioniert es nicht, was du geplant hattest? Kostet alles mehr, als du gedacht hättest? Haben die Menschen weniger Lust zu kämpfen, als dir lieb wäre? In dem Fall habe ich eine Alternative für euch. Konversation! Es ist ganz einfach. Sie müssen nur ihren Mund benutzen. Und zwar zunächst üben sie mit mir. Mund auf und Mund wieder zu. So ungefähr. Als nächstes müssen sie herausfinden, wie sie zusätzlich zu dieser Mundbewegung auch einen Luftzug durch ihr Stimmsystem senden können. Das machen sie, indem sie atmen. Das funktioniert so. Das dritte ist, sie müssen ihre Stimme benutzen. Das funktioniert so. Sie müssen ihren Mund auf oder zu oder halb zu machen und dabei ihre Zunge anspannen und ihre Stimmbänder anspannen. Das probieren sie so lange, bis ein Ton dabei herauskommt. Das funktioniert ungefähr so. A, I, A, So, das ist die Erzeugung eines Tons. Das ist die Grundvoraussetzung für Kommunikation. Als nächstes müssen Sie diese Töne durch Mundbewegungen, so wie ich gerade, in Worte zusammenfassen. Zum Beispiel, eine der einfachsten Sachen sind Ma, Ma und Pa, Pa. Das dritte ist, dass sie nur noch anfangen müssen, diese Worte dann auch nicht nur zu Silben, sondern zu ganzen Worten zu formen. Also diese Geräusche dann nicht nur zu Silben, sondern zu ganzen Worten zu formen. Das macht man so. Ha-lo. Das ist ein Wort, das aus zwei Silben besteht. Aus Ha und aus Lo. Das bedeutet Ha-lo. Das ist eine Begrüßungsform, die bekannt ist. Guten Tag wird aber auch oft angewandt, ist aber ungleich komplizierter. Wenn Sie also nun eine Alternative suchen für den Krieg, dann müssen Sie ganz viele Worte lernen. Das ist kompliziert, aber effektiv, denn dann kann man sich unterhalten. Eine Unterhaltung ist das, was passiert, wenn man mit einem anderen Menschen in Kontakt tritt über Worte und herausfindet, was dieser andere Mensch braucht oder nicht braucht und ihm mitteilt, was man selbst braucht oder nicht braucht. Zum Beispiel braucht die Menschheit keinen Krieg. Die Menschheit braucht auch kein Geld und schon gar keinen Staat, der dies beides als ultimative Mittel einsetzt und vor alles andere stellt. Deswegen ist es sehr von Vorteil, wenn man lernt zu kommunizieren und tatsächlich eine Konversation, das ist eine Kommunikation, die beidseitig ist und beide Seiten beachtet, praktiziert. Wenn man eine sogenannte Konversation praktiziert, dann kann man eine Lösung finden, die nicht involviert, sich gegenseitig abzumurksen oder Menschen zu vergewaltigen. Okay? Das ist eine Möglichkeit, die von euch noch nicht in Erwägung gezogen wurde, weil ihr so scheiße im Kopf seid.